Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktailsrezepte und mehr. Wir sind auf die Idee gekommen, wir machen heute mal mehrere Wodka-Cocktails. Das Besondere daran ist, jeder Cocktail hat nur maximal 3 Zutaten. Wir haben letztens schon ein kleines Video in der Richtung abgedreht, da haben wir aus insgesamt 5 Zutaten 3 Cocktails gemacht. Heute haben wir einen kleinen Twist darin, dass wir zu jedem Cocktail insgesamt 3 haben. Welche Cocktails das sind und was ihr damit alles machen könnt, das seht ihr jetzt im Video. Freunde, heute machen wir es uns besonders einfach, denn wir haben nur Cocktails mit 3 Zutaten oder sogar weniger. Und starten tun wir mit dem Kalpi Rosca. Dafür nehmen wir ein Highballglas und das kommt ca. 1,5 bis 3 Viertel einer Limette rein. Dann 3 Löffel Rohrzucker und nun muss alles ordentlich durchgemaddelt werden. Gibt da wirklich Power und Gas, damit wir schön den Saft der Limette rausdrücken und der sich schön mit dem Zucker vermischt. Jetzt geben wir Eis hinzu. Und jetzt 50 bis 60 Milliliter Wodka, je nachdem, wie stark ihr es haben wollt. Und dieser Drink, ich kann es schon mal so sagen, wird euch gefallen, wenn ihr auch Caipirinhas mögt. Denn im Grunde ist es das selber, nur dass wir anstatt des Cachaças diesmal einen Wodka drin haben. Wenn ihr mal mehr über den Caipirinha wissen wollt, ich markiere euch hier oben mal ein kleines Video, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Jetzt einmal ordentlich umrühren und wirklich ordentlich, damit sich der Wodka mit den Zutaten schön vermischt. Ein Trinkhahn kommt rein und Limettenspalten als Deko und fertig ist der Kalpi Rosca. Und der zweite Cocktail ist ein Klassiker, den wahrscheinlich jeder von euch kennt. Und zwar machen wir jetzt einen Moskau Mule. Dieser wird klassischerweise in einem Kupferbecher gemacht. Wir haben einfach einen ganz normalen Becher dafür genommen, da könnt ihr ein bisschen variieren. Und anfangen tun wir mit 60 ml Wodka, die wir hinzugeben. Dann nehmen wir 20 ml Limettensaft, die wir auch noch hinzugeben. Und jetzt die wichtigste Zutat, was den Moskau Mule angeht, Gingerbier. Das füllen wir jetzt schön bis oben hin auf. Das Ganze wird jetzt nochmal klassischerweise mit einer Gurke garniert. Und im Grunde war es das mit dem Moskau Mule. Ein super simpler Drink mit nur 3 Zutaten. So, und ein dritter Cocktail ist der Harvey Wallbanger. Dieser wird in einem Longdrinkglas zubereitet. In das geben wir dann 60 ml Wodka hinzu. Als nächstes brauchen wir dann Eis, damit wir auch einen schönen eiskalten Drink haben, denn kalt schmecken die alle mindestens doppelt so gut. Dann geben wir Orangensaft hinzu, ungefähr bis so ein bisschen mehr als 3/4 des Glases voll ist. Wir brauchen noch ein bisschen Platz. Denn on top kommen jetzt nochmal 20 ml Galliano. Bei Galliano handelt es sich um einen Vanillelikör, der wirklich hochwertig und sehr lecker ist. Garnieren tue ich das Ganze jetzt nochmal mit einer Scheibe Orange und fertig ist der Harvey Wallbanger. Unser nächster Cocktail ist der Black Russian. Die meisten kennen von euch vielleicht den White Russian. Wenn nicht, markiere ich euch mal hier oben ein kleines Video dazu. Beim Black Russian handelt es sich im Grunde um dasselbe Rezept, nur dass wir einfach keine Sahne hinzugeben. Aufgebaut wird dieser Drink direkt im Glas. Dafür nehmen wir einen Tumbler, diesen füllen wir mit Eis, geben dann 50 ml Wodka hinzu. Und jetzt benötigen wir noch einen Kaffeelikör. Ich benutze in dem Fall Kahlua, davon gebe ich dann 30 ml hinzu. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Ganze kurz umrühren, damit sich die Zutaten auch schön miteinander verbinden. Und fertig ist der vierte Cocktail, der Black Russian. Und unser letzter Cocktail, ein waschechter Cocktailklassiker, der Martini. Der Martini wird in einem Martini-Glas gemacht, das stelle ich aber erstmal zur Seite. Und jetzt benötigen wir ein Rührglas. Das Rührglas füllen wir jetzt mit Eis auf, geben 20 ml eines weißen Wermuts hinzu. Jetzt nochmal 60 ml eines Wodkas eurer Wahl. By the way, ihr müsst den Martini nicht nur rühren, ihr könnt ihn natürlich auch shaken, das euch überlassen. Falls ihr euch fürs Rühren entschieden habt, dann rührt ruhig ein bisschen länger, damit sich so viel Schmelzwasser bildet und der Drink am Ende grundsätzlich einfach viel sanfter am Geschmack ist. Jetzt wird das Ganze nochmal im Glas abgeseilt oder beziehungsweise ins Glas. Ich garniere das jetzt nochmal mit einer Zitronenzeste, gern könnt ihr auch eine Olive nehmen und fertig ist unser Martini. So Freunde, wie ihr seht, die Drinks sind wirklich sehr, sehr leicht umzusetzen. Wir brauchen im Grunde gar kein Equipment, wir können alles im Glas aufbauen. Abgesehen vom Martini, den müssen wir natürlich rühren. Dafür empfiehlt sich ein Rührglas und ein Barlöffel. Wir verkosten das Ganze jetzt alles zusammen. Starten wir mit dem Kalpi Rosca. Oh, der ist echt gut, Mann. Mm. Wer den Caipirinha mag, der wird auch den Kalpi Rosca mögen. Es ist im Grunde derselbe Drink. Nur anstatt des Cachaças benutzen wir in dem Fall einfach den Wodka. Dann hier vorne, das ist der Black Russian. Vielleicht habt ihr ja schon unser White Russian Video gesehen. Im Grunde ist es derselbe Drink, nur dass wir keine Sahne drin haben. Verkostet ihr das mal zusammen. Der Drink ist auf jeden Fall stark. Das kann ich schon mal in erster Note euch sagen. Wodka einfach nur mit Kahlua. Es ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Mir persönlich gefällt es. Aber ich würde auch nicht mehr als einen davon trinken, weil es sonst, glaube ich, schneller Feierabend ist, als man denkt. Dann der hier vorne, das ist der Harvey Wallbanger. Dazu hat letztens schon Daniel sogar ein Video gemacht. Das könnt ihr hier oben mal sehen, das markiere ich euch mal. Der Drink hat echt eine coole Geschichte, die ich euch echt empfehlen würde, mal anzuschauen. Auch den probieren wir zusammen. Boah, dieser Galliano, es macht so viel aus. Also im Grunde ist es ja ein Wodka-O, also ein Screwdriver, nur dass wir on top nochmal diesen Galliano haben. Galliano ist ein
Vanille-Likör. Und durch diesen Galliano, finde ich, schmeckt das so ein bisschen wie, wie eine Süßigkeit, wie so ein Kuchen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass wir so ein Haribo bei einem Kuchen echt geil wäre. Vielleicht kann man da was ja machen in der Zukunft. Dann der Moscow Mule. Ich glaube, dazu muss nicht viel sagen. Einer der bekanntesten Drinks überhaupt. Schöne Säure, diese Gurke, Gingerbier. Gefällt mir wirklich sehr gut. Mag ich persönlich. Und zum Schluss machen wir einen auf James Bond mit dem Martini. James Bond hat tatsächlich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich meine, es ist der Gin Martini. Ihr könnt natürlich den Wodka durch einen Gin ersetzen. Habt ihr einen Gin Martini, das ist ein Wodka Martini. Aber ihr könnt mich da gerne korrigieren, ob welchen James Bond getrunken hat. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Sehr, sehr starker Drink. Es ist halt im Grunde nur Wermut und Wodka. Es ist nicht mein Favorit. Er schmeckt mir persönlich nicht so gut. Da einfach ich persönlich es viel zu stark finde. Aber es gibt viele Liebhaber, was das angeht. Es gibt zum Beispiel auch etliche Varianten mit. Es gibt zum Beispiel einen Dirty Martini, da kommt noch ein bisschen Olive rein. Also diese Olivenlake. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Einblick bekommen, was man alles für Cocktails machen könnte und wenig Zutaten. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, welcher euer persönlicher Favorit ist. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.